also der Woodcutter ist fertig, dann können wir einen Woodcutter nennen. Dann kann der da so ein bisschen woodcutten. Haben wir noch drei Stellen offen. So, und diese drei Stellen sollten wir möglichst günstig besetzen. So, gehen wir hier mal schnell weiter. Hospital ist klar, Krankenhäuschen, Town Hall, da kann man dann halt Statistiken einsehen und so weiter und seinen Bau hier besser optimieren. Und es ist schweineteuer, das sieht man da mal schön eingeblendet, wie viel Ressourcen das kostet. Chapel, eine Kirche. Oder die Cemetery, der Friedhof. Macht die Leute glücklicher, weil wenn sie Angehörige verlieren, und das werden sie im Laufe der Zeit, weil hier oben, wir sind noch im Jahr 1, später Frühling, irgendwann sterben sie halt. Werden von Steinen erschlagen, von Bäumen erschlagen. Es gibt diverse Todesarten hier, die unsere Bewohner leider erdulden müssen, aber so ist das halt im Leben. Passieren kann halt immer was. Und damit es den Angehörigen danach nicht so schwer fällt, mit diesem Verlust fertig zu werden, was haben wir denn jetzt? Firewood is low, genau, weil der Woodcutter hat begonnen zu arbeiten und damit wird dann zum ersten Mal festgestellt, hey, wir brauchen Firewood. So, und der arbeitet jetzt schön, bis er 200 Stück abgehackt, zerhackt hat. Und damit wird er halt hier den Amount of Stored Logs, also die Anzahl der auf Halde befindlichen Baumstämme reduzieren. So. Blablabla, bla, bla, da sind wir durch. Und hier hätten wir Cropfield, haben wir ja schon angelegt. Also ein Feld einfach nur zum Anbauen. Dann gibt es noch Orchard. Es ist im Endeffekt eine Obst oder... Na doch, ist meistens Obst, was an Bäumen wächst. Also eine Baumplantage, die halt auch, keine Ahnung, Apfelplantage gibt es, Walnussplantage, sowas halt. Alles, was an Bäumen wächst. So, Pasture, das ist einfach ein Gehege, in welchem wir Tiere halten können. Wir haben aber noch keine Tiere, da kommt der Trading Post dann wieder vor. Fischer's Dock, also für einen Fischer, dass er angeln kann. Hunter's Cabin, eine Jägerhütte, die man am besten irgendwo in einen Wald setzt. Dann gibt es noch Gatherer's Hut, das sind einfache Nahrungssammler, die halt in Wäldern unterwegs sind und dort Pilze und alles Mögliche sammeln. So, Berufe. Woodcutter habe ich ja schon gesetzt, der macht Feuerholz. Forester Lodge, das ist ein Förster, der den Wald rodet und wieder aufforstet. Herbalist, Kräuterhexe, frei übersetzt, sind halt Leute, die in den Wäldern nach Kräutern suchen und die den Bewohnern eine bessere Gesundheit bescheren. Blacksmith, der Schmied, der darf in keiner Simulation fehlen. Taylor, der Schneider, der die warmen Mäntel näht. Tavern, ja, Saufen gibt's überall. Mine, die Mine. Und Quarry, der Steinbruch. So, und letzte Schaltfläche. Wir können Gebäude wieder abreißen. Wir können Ressourcen removen. Damit müssen wir auch gleich anfangen, weil wir brauchen Holz. Dann machen wir das doch einfach mal, weil das Holz wird schon knapp. Dann setzen wir das jetzt mal hier an. So. Und roden mal fröhlicherweise den Wald hinter unserem Dorf. Das können wir gleich noch mitroden. Puff, puff, macht es. Auf dem Kopfhörer. Ich habe jetzt die Variante gewählt, welche alle Ressourcen abbaut. Das heißt, wir haben auch noch die Möglichkeit, Steine und hier das ist Eisen zu sammeln. Ich will jetzt bloß nicht zu viele drauf ansetzen. Genau. Und die Kunst bei diesem Spiel besteht eigentlich darin, alles so ein bisschen in Balance und Waage zu halten. Wie gesagt, oder wie anfangs bereits erwähnt, die Leute neigen dazu, irgendwann einfach zu verhungern. Das machen sie nicht aus voller Absicht, das machen sie einfach nur, weil sie kein Essen mehr haben. Man muss halt peinlichst genau darauf achten, dass man sehr schnell hier, wie ich es jetzt gemacht habe, das erste Feld setzt. Und mit eben diesem ersten Feld
gibt es dann auch im Herbst, also Autumn, wenn hier oben Autumn steht, eine Ernte, die da eingefahren wird. Das Ganze ist eine Wirtschaftssimulation. Eine sehr schöne, wie ich finde. Und dafür, das erwähnt jeder Let's Player, jeder, der darüber spricht, dafür, dass das so ein One-Man-Job war, ist das schon ziemlich cool geworden. Auch die Texturen und so weiter, schön verspielt. Es sieht einfach auch nett aus hier. Das Sonnenlicht bricht sich drin, also ein bisschen Shader werden auch benutzt. Es krischelt hier und da und es buggt hier und dort, weil wir sind noch in einer Early Access Version hier unterwegs. Wird langsam besser. Demnächst soll es auch mal ein Update geben. Dazu dann mehr, wenn es kommt. Was nicht geht zum Beispiel, ist sowas wie diesen Hügel hier abtragen. Das geht einfach nicht. Der bleibt da und man muss irgendwie drumherum bauen. Und ich spiele das Ganze als reines Aufbauspiel. Werde mich jetzt auch nicht zu sehr über die Libido unserer Einwohner mokieren, weil 12 und 21, naja, Zahlendreher, sind bestimmt beide 21. Reden wir nicht weiter drüber, es ist das dunkle Mittelalter, auch wenn es jetzt gerade sehr hell wirkt, weil gerade Sommer ist. Aber das Leben war hart und grausam und genau dies wurde auch umgesetzt in diesem Spiel. So, und da sind sie am Weg bauen, die beiden Bilder. Auch eine wichtige Tatsache, die man nicht außer Acht lassen darf. Bilder brauchen wir jetzt aktuell eigentlich nicht, weil wir bauen nichts mehr, aber Bilder bauen auch diese blöden Straßen. Ergo sollte man immer ein, zwei in der Hinterhand haben, die dann einfach, wenn du gerade keine Häuser an die Wiesen hast, die hier gebaut werden sollen, die dann dafür sorgen, dass Straßen gebaut werden und so weiter. Ja. Muss ich noch was erwähnen? Ja, Prioritätensystem gibt es auch. Man kann dann sagen, bestimmte Dinge sind gerade wichtig, die sollen mit Priorität gemacht werden. Ja, das war es auch schon zu Prioritäten. Wenn es doch immer so einfach wäre. So, Wooden Bridge. So, ich gönne mir die mal. Weil ich habe ja schon gesagt, wir müssen sowieso irgendwann rüber, also können wir damit jetzt auch schon anfangen. Uns rüber zu begeben. Das Speichern in diesem Spiel funktioniert übrigens auch. Das heißt, wir können da, also ich werde jetzt hier mal eine halbe Stunde, Stunde machen, das ein bisschen zerteilen oder auf mehrere Folgen aufteilen und dann können wir da immer mal dran weiterspielen. Und ganz, ganz böses Tool ist dieses, man kann die Sache auch etwas beschleunigen. Dann wuselt es hier schon kräftig und ja. Das Problem dabei ist, also ist jetzt nicht so, dass ich. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, Mann, nur so in 1er Geschwindigkeit ist es wirklich schön und sonst ist doof. Es geht mir ja darum, dass es halt echt schwer fällt, den Überblick zu behalten, wenn man das halt zu schnell laufen lässt. Eine, nennen wir das einfach mal Erfahrungswert, ist das. Ist der schon zu weit weg? Ah, es passt leider nicht so ganz. Aber hier würde es passen in die Flucht. Da auch. So, das heißt 1, 2, 3. 3. 3 sind zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5, weil da noch einer. Also nochmal. 2, 3, 4, 5. Weil da ja noch irgendwie dann eine Hausreihe hin muss. So. Dann nehmen wir jetzt gleich mal den Fischer noch mit dazu, weil der Fischer ist toll. Der Fischer bringt nämlich ganzjährig Fisch. Hätte man jetzt nicht mit rechnen können, ne? Aber es ist eine kontinuierliche Nahrungsquelle, die wirklich dann auch immer zur Verfügung steht.
Hilft jetzt nicht so unglaublich viel, aber ein bisschen hilft es doch. So, und die werden ja auch noch gerodet. Und hier bleibt es jetzt ein bisschen größer und offen. Hier ist schon die Brücke, die gebaut werden soll. Ich hätte sie jetzt auch hier hinten bauen können. Wäre vielleicht besser gewesen, aber naja, was soll's. So, dann passt das eigentlich soweit. Hier der Weg ums Feld herum ist auch schon fertig. Das sieht doch alles schon mal gut aus. Und noch hungert keiner. Ist ja auch noch nicht Winter. So, zu den Ressourcen der Aufteilung. Jede Familie holt sich ins Haus, was sie braucht. Das heißt Feuerholz und was zu essen. Jetzt bei uns nicht so spannend, weil Firewood, ne? Und Kartoffeln. So, die sind schon echt fleißig gewesen. Drei Kinder. Und hier gerade ein frisch geborenes Kind. 0 Jahre. Die rennen hier auch rum und rennen auf den Feldern rum und so. Das ist echt putzig gemacht. Was wiederum nicht so... Naja, also... Was ein bisschen komisch vorkommen mag, ist halt, wenn man sich so das Alter anguckt, was da manchmal durcheinander gemischt wird. Aber ja, so war es wohl. Beziehungsweise so dient es der Simulation. So, und da wir ja vorbildlich spielen wollen und nicht die Leute nur ausbeuten wollen, werden wir dann auch gleich mal mit Schule anfangen und so weiter, weil Schule hilft. Dann werden die Leute nämlich ein bisschen schlauer und dann kriegst du mehr aus deinen Feldern raus und der Woodcutter cuttet besser das Wood. Naja, Scheißsatz. Also, der Holz-Zustreifenschneider performt besser. Ha! Fast ohne englische Vokabeln rausgekommen. Ist das herrlich. Musik.